Also ich werde jetzt einen Teufel tun und hier über Friedhelm Funkel urteilen. Ich denke einfach mal, wir fangen heute neu an. Ich habe gesagt, die Qualität des Kaders ist mit Sicherheit da, nur sie ist bis jetzt nicht abgerufen worden. Und daran müssen wir arbeiten. Wir haben noch 6 Spiele Zeit und im Prinzip können wir das wieder hinbiegen. Und wenn wir das schaffen, dann wird jeder sagen, der Kader hatte ausreichend Qualität. Ich glaube, dass jeder gesehen hat, was eben auf dem Platz los war, dass die Jungs voll mitgezogen haben und dass also weder irgendwelche Spieler noch was drumherum war, lustlos waren, beziehungsweise keinen Mumm haben, hier das mit anzugehen. Und ich denke, das ist die richtige Reaktion. Das haben wir ja auch der Mannschaft, oder habe ich der Mannschaft heute Morgen auch nochmal gesagt. Ich bin also weder mit Besen gekommen wie eine Hexe noch mit einem Zauberstab, den ich in der Hand habe. Ich versuche halt einfach auf meine Art und Weise, das hier jetzt wieder reinzukriegen, Leben reinzukriegen. Das, was man vielleicht in den letzten Spielen vermisst hat, dass man wieder ein bisschen Atmosphäre auch hier im heimischen Tivoli bekommt, dass die Leute sich damit identifizieren. Es wird auch so sein, dass wir vielleicht am Sonntag vielleicht das Glück oder das Pech haben, wie auch immer, dass der Ball gegen den Pfosten geht oder wieder rausgeht. Aber wir müssen nach dem Spiel in den Spiegel gucken können und jeder muss sagen, okay, heute habe ich alles dafür getan. Und wenn es dann nicht gewesen ist, ja gut, dann putzen wir unseren Mund ab und versuchen es wieder. Aber wir müssen und wir dürfen nichts unterlassen, dass wir alles versuchen, wie gesagt, zu tun. Dass wir, ja, ich sage jetzt einfach mal, viele sagen, wir sind schon tot, aber ich sage euch, das ist so ein Leben da unten. Bevor wir tot sind, da müssen noch ein paar andere kommen.